Weil in Sofia noch Vorbereitungen für den Besuch der Kaiserin getroffen werden, bereist Eudokia selbst den Osten des Reiches. Sie will die Städte und Provinzen näher kennenlernen und auch das Volk soll die Gelegenheit bekommen, sich ein Bild von der neuen Herrin zu machen. Insbesondere Barnas, Graf von Odessa und Bruder des Patriarchen, weiß mit blühenden Siedlungen zu beeindrucken. Die Kaiserin lässt keine Möglichkeit aus, um alles über die neuartigen Technologien zu erfahren, die hier eingesetzt werden. Barnas indes zeigt ebenfalls ein gewisses Interesse. So, was haben wir? Auf meiner Reise nach Odessa habe ich Barnas, den Bruder des Patriarchen, besucht. In seinen Provinzen blüht und gedeiht es. Er sagt, seine Gelehrten hätten eine neue Anbaumethode für Getreide entdeckt. Die Drei-Felder-Wirtschaft. Ich wünsche, dass auch eure Bauern diese neue Erfindung nutzen. Klingt nach Forschung. Entwicklung. Ah, sag ich doch. Brauhaus, Drei-Felder-Wirtschaft, verbesserter Pflug. Ah, Moment. Ah, so rum geht's. Da so, das so. Für das brauche ich auch noch von diesem Zweig hier. Jetzt haben wir eine Infrastruktur. Oh, Versenden von freien Arbeitskräften von einer Stadt in die andere. Interessant. Axtkämpfer. Steht erst aber Kaiser. Okay. Drei Entwicklungspunkte haben wir. Sehen wir hier oben. Und schon haben wir die Drei-Felder-Wirtschaft. Wie macht denn das? Verdoppelt die Produktion. Werter Leon, ich bin sehr zufrieden mit dem, was mir die Boten aus eurer Provinz berichten. Daran sollen sich ein paar andere Stadtherrscher ein Beispiel nehmen. Zeigt euch verschwenderisch. Eurem Ruf bei Hofe kann das nur nutzen. Unter uns gesprochen bin ich es nämlich leid, mir das Genörgel von sturen Senatoren anzuhören, die Angst vor jeder neuen Erfindung haben. Zugriff auf Truppen, das klingt doch mal. Kapelle, Kloster, Bauhof, Kaserne, Depot, Statue, Kaserne. Ne, wir warten mal noch, bis wir gesagt bekommen, dass wir eine Kaserne bauen sollen. Sieht man denn hier irgendwie, dass er Gewinn macht? Warenwert. Städte auf der Route. Handelsgewinne. Ah, da. Ja, langsam aber sicher geht's hoch. Viel zu viel Holz haben wir doch gar nicht. Die Planungen für eine Reise zu euch sind bereits im Gange. Bitte trefft alle Vorkehrungen, damit ihr bereit seid, wenn ich mit meinem Gefolge nach Sofia aufbreche. Ja, das Getreide habe ich doch gleich. Fertig. Nur wenige Jahrzehnte ist es her, als die Normannen Italien eroberten. Ihr Ehrgeiz ist groß, ihre Truppen sind gefürchtet. Nun haben sie das byzantinische Ufer erreicht und dort die Stadt Vlora errichtet. Es ist nicht das erste Mal, dass die Normannen übersetzen und Angriffe unternehmen. Doch der neue Brückenkopf weist auf andere, größere Ziele hin. Werter Leon,
Ich bin beunruhigt über die jüngsten Nachrichten aus dem Westen. Ein neuer normannischer Stützpunkt, das kann nichts Gutes bedeuten. Bitte festigt eure Grenzen. Gründet eine neue Siedlung, um den Untertanen der Region mehr Sicherheit zu bieten. Ich würde meinen Besuch bei euch wirklich ungern verschieben müssen. Einen Siedler bauen. Willkommen. Ach nee, anwerben war's ja. Wollt ihr ein Spielchen wagen? Ja, das ist neu. Das kenne ich noch gar nicht. Ich setze den Betrag, der wieder mit dem Punkt kommt. Alles. Später vielleicht. Jetzt muss ich mal aufs Geld hier oben achten. Arbeitskräfte fehlen. Plus 1. Ah. Jetzt muss ich aber trotzdem mal aufs Geld achten, ob das hier oben mehr wird. Oh ja. Gibt's hier eine Statistik für den Handelsgewinn? Produktionserlöse. Handel. Ah, das sind die Einheiten, die wir gebaut haben, ne? Die reißen unsere Statistik ins Minus. Ansonsten, wenn wir jetzt Gebäudeunterhalt. Produktionskosten nehmen, reißen wir das Ganze mit dem Handel genau raus. Da haben wir ein bisschen Geld aus dem Fenster rausgeschmissen mit den Karren, ne? Von der Wahl des rechten Orts. Wenn du eine neue Stadt gründen willst, schick deine Siedler aus und lass sie tunlichst suchen. Sie sollen Kunde davon bringen, welcher Boden deinem Zweck am besten dient. Denn jede Stadt greift tief ins Land hinein, und du tust gut daran, nur einen Ort zu wählen, dessen Schätze dir den Aufwand lohnen. Mhm. Ah, auch wieder mit der Alt-Taste. Wie kriege ich eigentlich diesen Siedler hier andersweitig raus, außer da oben drauf zu drücken? Hier kann ich nur einen wieder rekrutieren. Such dir etwas bestimmt. Zeig den Weg. Das klingt gut. So, gedrückte Alt-Taste. Errichte eine Stadt südlich von Sofia. Das da hinten ist jetzt ein Witz, oder? Nicht schlecht. Eisen, hier ist Kohle. Oh, Wein. Hier sind auch Schafe. Das
Das klingt gut. Ein schönes Land. Den Namen behalten wir. Sei stolz auf deine neue Stadt. Denn wohlverdient ist dieser Stolz und er zieht neue Untertanen an. Doch sorge schnell, dass zwischen deinen Städten reger Warenaustausch herrscht. Nur so kann deine neue Stadt all jener Güter habhaft werden, die sie zum Bau der ersten Häuser nötig hat. Ach so, jetzt sollen wir das machen, was wir schon gemacht haben. Eine Handelsroute erstellen. Eine gute Wahl. Wenn ich die Straße hier ausbaue. Wann kann ich eine Straße ausbauen und wann nicht? Achso, egal, kann ich direkt. Gut zu wissen. Wir ziehen los. Aber diesmal wollen wir nicht gerade nochmal vorgreifen. Das Kontor wird gerade erst errichtet. Was sind diese Punkte hier über der Stadt? Das Wohlbefinden der Stadt ist das. Sieht doch hübsch aus. Hier die Obstbäumchen. Was ist denn das? Sprudelt. Okay, das wird wohl der so ein Pferdehof sein. Ah, der Getreidebauer. Gehört das auch noch zur Stadt? Nee, ne? Ah, da ist die Mine. Können wir den Arbeitern beim Arbeiten zugucken? Hübsch, hübsch. Die Ziegelei. So, warte mal. Mal kurz schauen, was wir da überhaupt machen müssen. Ach, einen zweiten Händler anheuern. Unterhalt pro Woche, Sichtweite, Kilometer pro Woche. 10 Arbeitskräfte benötigt, 66 haben wir. Okay, so kann ich dann hier alles austauschen. Wie kann ich hier mehr Geld machen? Steuereinnahmen sind ja wohl marginal. Produktionserlöse.
Gebäude kosten. Die Produktionskosten sind hoch. Kann ich die irgendwie senken? Oder macht das Geld wirklich nur diese Handelsroute? Oh, guck mal da. Die armen Leute in der Mine kriegen nichts. Das sind die am schlechtesten bezahlten Obstbauern. Moment mal. Wenn wir das mit den Obstbauern runterfahren. Das kostet ja tatsächlich Geld. Wir brauchen das auch gar nicht, ne? Ich glaube, das mit dem Eisen ist wichtiger. Was? Nein! Nein, 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 nein! Was habe ich denn jetzt gemacht? Für alles gebaut? Das ist aber jetzt ganz schlecht. Wie kann ich das abbrechen? Baumeister. So, okay. Wir wollten hier nur einen bauen. Wie viele Betriebe sollen pro Ware errichtet oder abgerissen werden? Nein, nicht alle. Ich will hier nur einen bauen. Jetzt haben wir's. Ach, das ist dieser komische Baumeister. Da können wir das natürlich flott mit allen machen. So, Verbrauch. So, jetzt haben wir es aber. Und fertig ist er. Ausgeschlossen. Die Reise beginnt. Okay. Hast du einen Sprössling gepflanzt? So wächst er schneller, als du glauben magst. Bald stößt sein Wurzelwerk an den Rand der Scherbe, wo er eingesetzt. Verschaff ihm Raum, auf dass er tunlichst weiterwachse. Mit deiner Stadt ist's ebenso. Drum säume nicht, der Gründung ersten Schwung mit neuen Bauten fortzusetzen. Okay, zwei Betriebe je Typ, die ich am besten nicht gerade in Sofia produziere.
Wir produzieren in Sofia Holz, Ziegel, Getreide, Früchte und Metalle. Hier habe ich was mit Kohle gesehen. Wieder dumm, ist ja noch gar nicht fertig gebaut. Ah, ich kann es aber trotzdem machen. Okay. Ah, das sieht aber auch gut aus. Wir können hier Kohle nehmen. Honig. Wolle. Bier ist nie verkehrt. Ja, und Getreide, damit wir das Bier überhaupt hinbekommen. Ah, okay. Mit diesem Klick hier Baumodus umschalten, können wir den Baumeister nehmen und können dann nochmal eins von jedem hinzufügen. Und das ist natürlich praktisch. Na, das ist sehr praktisch. Gut zu wissen. So, das sind der Bautrupp. Das sind die Soldaten, mit denen können wir gerade nichts anfangen. Was ist denn das da hinten? Wo ist denn der Speer? Kein Ding. Muss ein Raubtier versteckt. Bin ich wohl einfach durchgeritten. Fast da. Ein paar Karren. So muss das sein. Goldschatz. So gut wie angekommen. Noch ein Goldschatz. Oh, das ist doch. Aufsetzen. Jetzt haben wir die ganze Zeit so viel Geld ausgegeben, so dass das richtig gut ist, dass wir jetzt mal nochmal ein bisschen Knete bekommen haben. Wie sieht's denn hier aus? Bauwaren fehlen. Ach du großer Gott, das heißt, das muss man am besten auch noch hier herbeikarren, das Ganze. Sehe ich denn irgendwo, was wir an Waren benötigen? Hundert Holz, 200 Ziegel. Hier ebenfalls. Schon unterwegs. Tja, dann karren wir mal die ganzen Ziegel herbei. Sehr wohl. Läuft das jetzt hier an? Nee, ne? Ah, doch. Ach nee, das ist der Preisbestand. Der kann ja noch gar nichts tragen, daher. Sehr wohl.
Mit Vergnügen. Das müssen wir jetzt ein paar Mal machen mit dem Herrn. Was sind das? Arbeiter fehlen. Plus 0. Okay. Okay, oh, ohne Kapelle darf in der Stadt nicht mehr als 3000 Bürger aufnehmen. Das heißt, um wachsen zu können, brauche ich eine Kapelle und wahrscheinlich irgendwann auch Kloster. Interessant, interessant. Aber wir haben im Moment das Problem, dass wir keine Arbeitskräfte haben und irgendwie auch nicht bekommen. Exquisit. Ah, jetzt haben wir plus 2. Ah, okay, dann kommt das Stück für Stück. Wird das mehr? Hier haben wir wohl das Maximum erreicht, deswegen geht's ins Minus. Überproduktion von Getreide. So gut wie angekommen. Mit Vergnügen. War nicht die Stadt da oben, die dauernd Getreide braucht? Jo. Wir könnten eigentlich auch die Handelsroute jetzt anpassen. Ich soll das jetzt so machen, dann ist nämlich Getreide hier mit drin, ne? Mit Freude. Was hast du jetzt noch? Immer noch Überproduktion. Ja, Überproduktion ist ein Luxus. Luxusproblem. Aber wie gesagt, wir haben ja dafür Budapest. So gut wie angekommen. Ja genau, die hatten ja Getreide. Da haben wir ja nichts losgekriegt. Liegt in der Nähe. Hab ich doch richtig gehört, dass da. Was war das? Fast da. Da war doch eben noch so ein. Fast da. Da war doch was. Ist egal, okay. Weiter geht's. Hier fehlen noch Ziegel. Ja, müssen wir ein klein wenig noch warten. Können wir noch eine Ziegelei bauen? Haben wir nur eine, sehe ich gerade. So. 65 Ziegel wieder unterwegs. Mit
Vergnügen. Jetzt werden wir nämlich da ein bisschen manuell nachhelfen. Mit Vergnügen. So, mal gucken, wie es dann so langsam mit der Bilanz aussieht. Komisch. Jede neue Stadt hat schon unterwegs eine negative Bilanz. Mit Freude. Schön, die ersten Betriebe stehen bereits. Sie ziehen nun freie Arbeitskräfte aus dem Umland an. Dies kann zwar eine Weile dauern, doch du musst dich nicht darum kümmern. Du musst nur darauf achten, dass die Stadt möglichst gut mit Waren versorgt wird. Genau, ich habe ja jetzt diese Brauerei hier, dieses Brauhaus gebaut. Das braucht ja Getreide. Da ich das jetzt hier in der Stadt herstelle, müsste das schon klappen, wenn wir da das Ganze anpassen. Achso, okay. Klingling und weiter geht's. Schon unterwegs. Was? Was ist mit dir? Rein damit. Mit Freude. Ja, ich glaube, wir müssen noch mal ein paar Karren herstellen, ne? Bei Holz haben wir hier genug. Es fehlt echt an Ziegeln. Schon unterwegs. So, komm. Gib Fersengeld. Alter Verwalter, mein Geld wird immer weniger. Eieiei, der Ausbau der Stadt ist ja verdammt teuer. Die Reise beginnt. So, mach mal ohne mich weiter. Aber guck mal da, ha? Minus... Ach du großer Gott, hier werden ja massig an Arbeiter gebunden. Benötigt noch. Also ein zu flotter oder ein zu rasanter Ausbau ist nicht gut. Das ist...